Ich bin zurück und das Ganze mit 4 neuen Käufen. Und zur ersten Aktie habe ich auch mit Abstand die meisten Anfragen von euch bekommen, denn bei der lief es in den letzten Monaten nicht wirklich gut. Die Rede ist von StoneCo, meinem brasilianischen Fintech. Hier habe ich noch einmal nachgelegt, aber beginnen wir von vorne. StoneCo ist bei mir mit ganzen minus 60% im Depot. Und bevor ich zum Nachkauf komme, lasst mich mit der entscheidenden Frage beginnen. Und zwar, war es insgesamt ein Fehler, sich StoneCo ins Depot zu holen? Und hier muss ich persönlich sagen, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite aber auch nein. Hä? Lasst es mich erklären. Ja, es war definitiv ein Fehler in dem Sinne, dass ich gegen die Regel Nummer 1 von Warren Buffett verstoßen habe. The first rule in investment is don't lose. And the second rule in investment is don't forget the first rule. And that's all the rules there are. Ich habe mit StoneCo Geld verloren. Natürlich sind das jetzt nicht realisierte Verluste, aber ganz klar, in der Praxis sind sie vorhanden. Und das Problem mit diesen nicht realisierten Verlusten, beziehungsweise im Allgemeinen einfach mit Verlusten, ist genau das Folgende aus dieser Grafik. Der gute Dividenden-Backpacker hat das sehr schön zusammengefasst. Ich habe mir die Grafik einfach mal ganz frech geklaut. Schaut sehr gerne bei seinem Insta und auch bei seinem YouTube-Kanal vorbei. Ich folge ihm privat schon lange. Der gute Buffett verpackt seine Weisheiten oftmals in ganz einfache Worte, aber die haben sehr oft einen sehr großen Inhalt. Das Problem mit dem Satz, verliere kein Geld, ist genau das, was in der Grafik dargestellt wird. Minus 60% heißt, dass StoneCo bei mir ganze 150% hinlegen muss, damit ich überhaupt wieder auf plus minus 0 bin. Und das ist ein sehr harter und auch steiniger Weg. In Summe ist mein Einstandskurs einfach zu hoch. Ich habe die Aktie zu häufig und vor allem auch zu schnell nachgekauft, vor allem im Jahr 2021. Das war einfach mein großer Fehler. Insgesamt ist StoneCo für mich immer noch eine super Aktie, die auch sehr stark unterbewertet ist. Sie haben ein sehr starkes Wachstum und vor allem durch den letzten Quartalsbericht, haben sie dann noch einmal die Kurve bekommen, meiner Meinung nach. Und deswegen habe ich die Aktie auch nachgekauft. Ich plane zu StoneCo auch noch ein separates Video, denn ich habe wirklich viele Anfragen von euch genau zu dieser Aktie erhalten. Deswegen abonniere doch schon mal den Kanal, damit du das Video auf jeden Fall nicht verpasst. Und bevor wir jetzt zu meinen zwei Neukäufen kommen, kommen wir noch zu meinem zweiten Nachkauf und das ist Unilever. Bei Unilever habe ich nur 6 Aktien gekauft. Wieso, weshalb, warum nur so wenig? Das hat einen ganz einfachen Grund und zwar habe ich hier einfach Dividenden, die ich über die Zeit erhalten habe, wieder reinvestiert. Dividenden bekomme ich hauptsächlich durch Unilever selbst, Kraft Heinz, Waste Management und dann noch ein bisschen was durch Visa und Mastercard und auch Moody's. Diese Dividenden sammle ich dann einfach und reinvestiere sie wieder in eine Dividendenaktie. Das war in den vergangenen Jahren immer Kraft Heinz, weil die einfach meiner Meinung nach besser bzw. mehr unterbewertet waren als Unilever. Jetzt ist das aber anders. Aktuell finde ich einfach Unilever wesentlich attraktiver bewertet als Kraft Heinz. Deswegen habe ich die Dividenden auch dort reinvestiert. Übrigens, wenn ich Unilever aktuell noch nicht im Depot hätte, dann würde ich sie definitiv kaufen. Das Ganze natürlich ist keine Beratung oder Empfehlung. Aber bei mir hat Unilever ja schon eine Gewichtung von über 10% im Depot. Das reicht auch fürs Erste. Die Aktie hat ja auch in den letzten Jahren nicht wirklich gut performt. Aber bezüglich der langfristigen Performance auf 10 oder auf 20 Jahre, da bin ich definitiv von der Aktie überzeugt und deswegen halte ich sie auch sehr gerne. Damit wären wir bei meinem ersten Neukauf und der ist sehr untypisch für mich, da der überhaupt nicht in meinem persönlichen Kompetenzbereich liegt. Die Rede ist von Activision Blizzard. Und da mache ich überhaupt kein Geheimnis daraus. In die Aktie bin ich einfach eingestiegen, weil der gute Warren Buffett sie auch gekauft hat. Ich persönlich könnte gar nicht einschätzen, wie die rechtlichen Risiken sind. Also ob der Deal jetzt von den Aufsichtsbehörden vielleicht doch nochmal verhindert wird. Das kann ich persönlich gar nicht einschätzen. Deswegen verlasse ich mich hier zu 100% auf Warren Buffett und sein Team.
Man muss das Ganze aber auch einmal in Relation nehmen. Berkshire Hathaway, die ich ja auch selbst im Depot habe, hat nach der ganzen Shoppingtour noch ca. 100 Milliarden Dollar an Cash samt der T-Bills. Und 5,5 Milliarden sind in Activision Blizzard geflossen. Also kann man sagen, er hat, also der gute Warren Buffett, hat ca. 5,5% seines Cash-Bestandes in Activision investiert. Nicht mehr und auch nicht weniger. Das heißt, auch der gute Warren Buffett investiert in diesen Deal nicht Haus und Hof. Und genauso mache ich das auch. Ja, ich beteilige mich an dieser ganzen Geschichte, aber das Ganze hält sich auch in Maßen. Activision Blizzard ist aktuell die zweitkleinste Position in meinem Depot. Vielleicht erhöhe ich den Betrag noch ein bisschen, aber ich werde hier sicherlich keine großen Summen hier in diese Geschichte investieren, denn es gibt auch nie eine 100% Garantie. Wenn der Deal nicht zustande kommt, dann kann ich persönlich mit Activision Blizzard quasi gar nichts anfangen. Ich würde die Aktie dann verkaufen, vermutlich nicht am Tag der Hiobsbotschaft, aber dann in den laufenden Monaten. Der gute Warren Buffett hat diesen gesamten Deal auch sehr gut zusammengefasst. If the deal goes through, we make some money, and if the deal doesn't go through, who knows what happens. Kommen wir damit zum größten Neukauf von mir, der macht fast 8% meines aktuellen Depots aus. Und nachdem ich dir den gezeigt habe, zeige ich dir noch meine restlichen Aktien aus dem Depot samt meine Performance, also bleib auf jeden Fall dran. Und das ist Amazon. Ich beobachte die Aktien ja schon länger, auch zur Bewertung selbst habe ich schon einmal ein Video gemacht, auch wenn das schon ein bisschen älter ist. Und jetzt bin ich endlich in die Aktie eingestiegen, zu einem Kurs von unter 2000 Euro. Für mich persönlich sind sie aktuell sehr attraktiv bewertet, auch wenn das Ganze natürlich seine Gründe hat. Ja, auf der einen Seite haben wir aktuell einen Bärenmarkt und dadurch werden praktisch gesehen alle Technologiewerte stark nach unten gedrückt, aber Amazon selbst ist ja auch nicht gerade unschuldig. Im letzten Quartalsbericht haben sie nicht wirklich gut performt, sie haben die Erwartungen des Marktes nicht erfüllt und wurden dadurch bestraft. Unter anderem haben sie einen Verlust erzielt. Ein wesentlicher Grund war hierfür auch die Rivian Automotive Beteiligung. Ja, Amazon hat hier die Erwartungen des Marktes nicht erfüllt und ich persönlich mag solche Situationen sehr, sehr gerne, wenn die Gründe hierfür, wenn ein Unternehmen eben die Erwartungen nicht erfüllt, gar nicht so stark im operativen Geschäft liegen. Und das ist bei Amazon meiner Meinung nach der Fall gewesen. Natürlich nie zu 100%. Also eine Aktie, wenn eine Aktie Kursverluste erzielt, dann spielen da diverse Gründe immer mit hinein. Aber die Rivian-Beteiligung hat schon einen guten Teil zum Verlust von Amazon beigetragen. In Summe habe ich die Aktie dann sehr ausführlich analysiert und mich letztendlich für den Kauf entschieden. Amazon ist für mich ein Unternehmen, das langfristig gesehen wirklich noch eine sehr gute Performance hinlegen wird, wenn man die Aktie zu einem guten und günstigen Preis bekommt. Das ist meiner Meinung nach der Fall gewesen, deswegen habe ich zugeschlagen, aber natürlich stellt das komplette Video keine Beratung oder Empfehlung dar und ich bin ja auch selbst in die Aktien investiert. So sieht jetzt aktuell mein Gesamtdepot aus. Alphabet ist ein bisschen verwirrend dargestellt. Sorry dafür, das liegt einfach daran, dass ich Alphabet an verschiedenen Börsen gekauft hatte. Das ist auch einfach völliger Quatsch gewesen. In Summe ist Alphabet meine zweitgrößte Position in meinem Depot. Und dann hätten wir noch die Nubank. Das ist meine kleinste Position mit nicht einmal 1% aktuell. Auch die Nubank ist so ein bisschen eine eigene Geschichte für sich. Sie steht momentan mit ganzen minus 50% bei mir im Depot. Ich habe aber aktuell nicht vor, sie nachzukaufen, weil ich nicht dieselben Fehler machen möchte wie bei StoneCo. Also das erstens. Und zweitens bin ich bei der Nubank auch in einer sehr kleinen Tranche eingestiegen. Wieder mit dem Hintergrund, dass ich nicht dieselben Fehler machen möchte wie bei StoneCo. Die Nubank ist aber für mich immer noch eine wirklich Top-Aktie mit super Wachstumsaussichten und super Wachstumschancen. Deswegen halte ich sie auch und ich habe nicht vor, sie zu verkaufen in den nächsten Wochen oder Monaten. Gleichzeitig bin ich aber mit Nachkäufen sehr, sehr vorsichtig. Sie leiden auch ein bisschen unter der aktuellen Situation auf der einen Seite, aber sie haben auch ein paar hausgemachte Probleme, aber die lasse ich jetzt mal für dieses Video mal weg.
Wie sieht jetzt meine Performance aus? Nun, auch bei mir ist das Depot für 2022 rot. Insgesamt bin ich noch leicht über meinem Vergleichsindex, dem S&P 500, aber das kann sich natürlich auch sehr schnell ändern. Den aktuellen Bärenmarkt sehe ich momentan definitiv als Chance, hochqualitative Aktien zu einem günstigen und fairen Preis zu bekommen. Deswegen habe ich auch zugeschlagen. Schreib mir auch gerne deine Käufe in die Kommentare und damit bis zum nächsten Mal.